Die Tanzgruppe Kranzlein aus Bonhard feierte ihr 35-jährigen Bestehen. Für die Veranstaltung wurde eine Ausstellung vorbereitet, die die Geschichte der Gruppe zusammenfasst und natürlich konnte das Publikum im Rahmen der Veranstaltung die Darbietungen aller fünf Altersgruppen sehen. Die Tanzgruppe hat in den vergangenen 35 Jahren an vielen Wettbewerben und Veranstaltungen teilgenommen, die hat viele Länder bereist und pflegt gute Beziehungen zur Tanzgruppe der Partnerstadt Bonhard. Unsere Tanzgruppe wurde vor 35 Jahren gegründet. Ich leite nicht von Anfang an diese Tanzgruppe. Insgesamt leite ich sie seit 32 Jahren. Ich stamme aus Maraz-Morad und dort war ich Gründungsmitgliederin der hiesigen Tanzgruppe. Und das war schon 46 Jahre her und ich freue mich sehr, dass die Marazer heute auch da sind. In dieser Zeit haben wir sehr viel erreicht. Wir haben viele Preise gewonnen, Festivalpreise, Galapreise und wir waren überall, auch in Ungarn und auch im Ausland. In vielen Ländern Europas haben wir bereist. In diesem Jahr waren wir in vier Ländern. Und die Besondere war, dass wir in diesem Jahr auch in der Schweiz waren. Und wir haben noch eine Einladung nach Wernau bekommen, in diesem Jahr Anfang Oktober. Wernau ist nämlich unsere Partnerstadt, unsere erste Partnerstadt. Und mit Wernau haben wir eine enge Beziehung und mit der hiesigen Tanzgruppe auch. Und die Tanzgruppe hat in diesem Jahr 50-jähriges Geburtstag gehabt. Und wir wurden eingeladen und dort war eine Delegation. Und ich freue mich sehr, dass sie heute auch da sind, mit dem Bürgermeister an der Spitze. Die Tänzer der Tanzgruppe wurden in fünf Altersgruppen eingeteilt. Die Ältesten sind bereits Familienmenschen, Erwachsene, während die Jüngsten noch im Kindergarten sind. Neben Unterricht und Auftritten mit der Tanzgruppe bietet die Ausbildung ihnen auch Möglichkeit, Tanz zu lernen. Ich bin Leiterin in der Kränzlein-Tanzgruppe. Ich leite die ganz Kleinen in den Gruppen Zipfelmütz und Zwerge. Dort sind mehr als 50 Kinder da und 50 Kinder sind da. Die Kleinste ist 4 Jahre alt und die größte Tänzerin ist schon 10 Jahre alt. Sie gehen in die 4. Klasse. Wir unterrichten jede Woche einmal am Mittwoch von 3 bis 4 Uhr die Kleinsten und von 4 bis 5 Uhr die größeren Kinder unterrichten wir. Wir lernen ungarn-deutsche Volkstänze auch und natürlich moderne Tänze lernen wir auch. Wir haben auch Auftritte im Dorf, nicht so viele Auftritte, aber im Sommer mehr. Und heute tanzen auch die Kleinsten. Sie tanzen Dornröschen, weil wir haben sehr wenig Zeit dazu, einen Tanz darzustellen. Und die Größeren, die tanzen schon ganz schöne Tanze, Suloki-Tanz tanzen sie und Zikoi-Tanzer tanzen sie auch. In der Schule, wo ich arbeite, in der Petőfi-Sándor-Evangelisches Gymnasium, Kollegium und Grundschule, ich arbeite in der Grundschule, dort haben wir auch Tanzstunde im Stundenplan drin. Jeden Monat zweimal haben die Kleinen Tanzstunde. Stunde Unterricht. Ich unterrichte und nochmal zwei Kolleginnen von mir unterrichten wir zusammen Tanz. Dort lernen wir auch ungarn-deutsche Volkstänze und auch natürlich moderne Tänze, weil den Kindern das besser fällt. Das Erlernen von Deutsch und anderen Tänzen ist bei Kindern ein beliebter Zeitvertrieb. Aber nicht nur unterjährig haben begeisterte kleine Tänzer die Möglichkeit zu lernen, denn sie organisieren auch im Sommer ein Tanzcamp für alle Interessierten. Die Kleinsten tanzen sehr gerne. Meistens sind von meiner Klasse, die schon 4 oder 5 Jahre tanzen. Vom Kindergarten haben sie schon auch getanzt, die ich in der Klasse unterrichte. Und die tanzen sehr gerne, diese Kinder, auch in den Pausen. Sie stehen auf, gehen nicht auf den Hof, sondern sie tanzen und singen. Und ja, das gefällt mir sehr sogar. Sie unterrichten auch mich zu tanzen. Sie lernen neue Schritte und dann sagen, das möchte ich Ihnen zeigen. Das gefällt mir sehr, sehr, dass sie so gerne tanzen und singen. Und immer im Sommer, schon 5. Mal, haben wir Sommercamp
nicht für die Tänzer, die in der Grenzlein-Tanzgruppe tanzen, sondern andere Kinder auch. Und so bekommen zu uns noch andere Kinder und tanzen mit uns. Dieser Camp ist eine Woche lang. Von 8 Uhr bis 4 Uhr sind wir in der Schule und tanzen wir und basteln wir und machen wir Ausflüge, singen wir Deutsch. Dann Rüsschen war ein schönes Kind, schönes Kind, schönes Kind. Dann Rüsschen war ein schönes Kind, schönes Kind. Dann Rüsschen nimm dich Jahr in Acht, Jahr in Acht, Jahr in Acht. Dann Rüsschen nimm dich Jahr in Acht, Jahr in Acht. Die Älteren beschäftigen sich schon mehr mit den Tanzen, da sie auch häufiger auftreten. Ich heiße Panna Palko, ich tanze seit 7 Jahren in Bonhard in der Grenzlein-Gruppe. Ich gehe zweiwöchentlich zu Tanzauftritten. Ich mag sehr tanzen, eine Woche einmal. Freitag haben wir. Seit 1987 pflegt die Tanzgruppe Grenzlein schwäbische Traditionen und Tänze und gibt sie an jüngere Generationen und Interessierte weiter. Von sehr jung bis zu Erwachsenen spielen alle 5 Gruppen eine wichtige Rolle, um die Kultur am Leben zu erhalten.